Nymph. Eigentlich dieses, aber jetzt musst du es wahrscheinlich das nächste aufnehmen. Und was störst du mich einfach, während ich Powerpuff Girls gucken wollte? Und das ist gerade das Finale, Mann. Das ist gerade spannend. Ich hab nicht gestört, du hättest sie nicht annehmen müssen. Ist selber schuld, dass du angenommen hast. Jetzt bin ich wenigstens Midlane, ja. Fickt euch alle. Lars von Trier. Okay. So, soll ich für unser Team enden? Ich will nicht. Ohne Scheiß, ich habe gestern Abend im Botgame ausgesessen. Ich bin legit eingeschlafen während dem Spielen. What? Ich habe 1007 AP gebaut und konnte einen Ezreal nicht mit einer Ulti one-shotten, okay? Geschweige denn mit irgendwas anderem. Die Es ist Q echt. macht aber 1000 AP, macht die Q nicht mal 800 Schaden. Das ist halt einfach traurig. Ja, ist wirklich. Der Champ sackt halt einfach Balls. Aber du sollst sie auch nicht auf Damage spawnen, sondern auf Support. Ja, wenn sie auf Support baut, sackt sie noch mehr. Dann kann sie nämlich legit nur heilen. Ich meine, ihre Q ist einfach Grütze. Sorry, aber der Spell ist Grütze. Ja. Aber hey, immerhin hatte ich einen Target-Dummy mit 107 AD. Yay, I guess. Wenn sowas kommt, kann das nur wieder ein Feed sein. Lulu oder Jenna? Oder doch jemand anderes? Keine Ahnung, schwer hast du ein Zed am Gegenteam, also. Oh Gott, Lulu. nein. Hugify. Huge Anime Titties. Wir gehen am Juni, wir haben gewonnen. Easy Game. Easy. Ich hatte heute ein richtig behindertes Game mit Ashe. Ist schön. So, wir hatten den Welt gemacht, unser Weiß Toplane hat First Blood bekommen. Und was hat dieser Weiß Toplane gemacht? Der ist achtmal in der Lane Klar. gegen den gegnerischen Aatrox gestorben, der noch volle Felder gebaut ist und mich die ganze Zeit gewonshottet hat. Ich hätte die ganze Zeit heulen können. Das Spiel hat einfach keinen Spaß gemacht. Unser Team ist schon wieder scheiße. Weißt du? Du siehst Ramos, du pickst. Sorry, ich kann den Leuten nicht helfen. Ich hätte auch nicht Ashe gebaut. Also, ne? Ja, Das ist halt einfach. traurig. Game Lost. Dass ich kein Skin für den Sack. Mana Flow Ban. Ey, immerhin muss ich sagen, Yumi ist, glaube ich, der Champ, der Absolute Focus am besten abusen kann, weil sie ist einfach immer full life. Naja, größtenteils. Wenn es ein guter Yuumi-Spieler ist, dann ist er nicht die ganze Zeit Full Life. Weil er den auch zwischendurch mal rausgeht. Verstehst du? Na, das war ja. Ich meine, ein Treffer auf Yuumi ist gleich halb ein Spiel oder so. Ich habe jetzt Heal dabei und Falchion. Das ist super. Eben gewonnen. Ich hasse es, Last Pick zu sein. Wieso? Weil du so wenig Zeit hast, eine Runde zu machen. Ah oh ja, 173.000 Punkte sind. Ja, das will man doch gerne sehen. Why am I so cute? Ja, vor allem bist du fucking tot. Clint. Vayne hat was nicht gerafft, oder? Glaube nicht. Ich meine, Cleanse removes all disables excluding suppression. Und was sagst Bitch! du? Suppression. Me suppress! Ich meine, okay, sie kann Ashe-Ulti oder den Polymorph cleansen. Aber nicht beides. Außer ihr macht beides gleichzeitig auf. Und. Ah. Das ist schon wieder triggert, weißt du? Ach, also der UD-Pick in Rammus, den verstehe ich nicht. Also Yi verstehe ich noch, weil Yis Schaden einfach höher ist als Nee, Rammus W. Yi hat sogar vor Rammus gepickt, also. Ja, aber Was Yi jetzt? macht auch. Der gewinnt das 1v1 gegen Rammus. Ja. Das ist ja das Dumme. Weil der True Damage einfach OP ist, außer er kriegt seine E nicht an. Das ist immer das Beste, wenn du Rammus spielst und du engagest den Gegner Yi, während seine E auf Cooldown ist, dann tötest du ihn halt einfach, weil das Einzige, was Schaden macht, ist halt dieser scheiß True Damage. Der proc dann nicht mehr.
So, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit? Nate, 0%. Wenn die das so schreiben, 0%. Absolut 0%. Wir Da bin machen ich das dann mein. jetzt und wir werden hart feeden. Ash, ich dachte gerade, Ash hatte. Mal Mann. start er. Okay. Udia Q ready. Oh. Udia Invade. Auto attack this. Oh. Die gehen trotzdem weiter? Ernsthaft? Sind falsch mit denen. Hallo Silas, was macht der denn hier? Wie viel Kultur hat meine Passive? 90, 30. Oh, ich dachte schon 90, was? 90, 90 wäre ja nützlich. Das wäre ein guter Cooldown. Wäre der Champion Balance. Malzahar und Balance. Netter Joke. Alle hör auf zu pingen. Läuft doch alles. Was heulen die rum? Es läuft doch alles. Scheiße. Ich glaube, dieser Spieler hat Yuumi nicht verstanden. Weißt du? Der einfach den, der Vayne einfach auf 10% runterkloppen können und dass sie etwas gemacht hat, Yuumi. Ich finde schön, der Seth hat gerade versucht, mit seinem Level 2 coolen Shit zu machen. Mit dem Resultat, dass er aber nicht Level 2 geworden ist. Deswegen ich ihn einfach geoutattackt habe. Das fand ich gerade amüsant, das sah super aus. Weißt du, er läuft so aggressiv auf mich drauf und denkt mir so: Du bist nicht Level 2. Du bist nicht Level 2. Du bist nicht Level 2. Ich hab grad ein Last denied. Dings Topside, Jungler, ja. Oh, das tut mir so leid, Kumpel. War jetzt nicht gut. Yep, that tasted purple. Excuse me, good sir. Wait, wait. Wie bist du gestorben, Amonakoi? Und dann noch so früh? Ja, Flash. Ignite und ich habe halt Heal dabei. Weil wie gesagt, das Spuren halt. Hat er gut gemacht. Wirklich, hat er gut gemacht. Ist ja eigentlich am Ding gestorben, aber oh mein Gott, das returned, okay. Schade, dass er aber Level 6 halt nichts mehr machen kann.
Oh, toll, Cringe Kitties. Super. Nice. Mehr oder weniger. Ich hasse es, wenn Minions einfach random in deine Backline rennen, ohne Grund. Ha! Oh mein Gott. Okay, das war close. Pass auf, wegen der Ult. Da würde ich sonst sehr schnell fisten. Ja. Er hat uns schon mal benutzt. Nein, anscheinend braucht er die gar nicht. Aber hey, ne? Dass er das überhaupt überlebt hat, ist eigentlich ein bisschen Bullshit, aber naja, ne? Okay, jetzt hat er kein Ult mehr. Warum auch immer er das getan hat. Toplane feedet weiter. Sehr, ja, das hab ich gesehen. Macht ihr da unten eigentlich? Ah. Berserker Grease Rush. Ich sehe schon. Die Ashe ist ein Man of Culture. Mit der E. Ash. Ich schön, wie der E ist pink, wenn der Ramos schon in meiner Fresse ist, weißt du? Also, ja. Warum? Warum tut er das? Das, was ich halt Heal dabei hat, fickt mich halt, was er hier bringt, halt nichts. Ich bin immer noch der Meinung, dass man Ignat rausnehmen sollte. Ja, das ist auch dämlich, das Spiel. Aber hey. Da ist noch Ramos. Ah, schön, er hat das Blade fertig. Das ist ja toll. Also ist gerade das einzigste Problem Ramos und Zed. Okay. Und da auch er, der Ramos. Das Problem war eigentlich nicht, dass wir, dass man Ash kein Mana hatte, sondern dass wir
Ja, nicht richtig gefokust haben. Wir haben einfach alles angegriffen, was in der Nähe war und nicht wirklich unsere Kraft kanalisiert. Dass er das halt wieder überlebt hat, ne? Das ist so. Ich meine, ich kann nicht viel mehr machen, als ihn mit der gesamten Combo treffen, wenn er nicht mal halbe Leben hat. Aber wenn er halt dann einfach nicht stirbt, dann ist halt. Ja. Ist das halt so. Er fehlt den jetzt noch. Was sagst du? Udyr, was tust du? Viel Spaß, dich dagegen zu heilen. Oh, er hat es tatsächlich überlebt. Get a shot. Didn't do it. Oh, hallo. Ja, das wäre so ein Cringe-Kid. Ja. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sie echt so schnell stirbt. Vor allem nur durch Rammus Damage. Ja, der hat halt eine Bramble Vest und seine W. Das reicht. Also wenn sie ihn weiter auto-attackt, wenn sie nicht mehr getauntet ist, dann sorry, da ist sie selber schuld. Das ist halt einfach nur dämlich. Vor allem, wie konnte er taunten, wenn ich meinen Dings benutzt hatte, meinen Unmob? Zum Glück wird da später kein Problem mehr darstellen. Ja, der wird auch keine Probleme mehr darstellen, wenn der auch nur einmal gegankt würde. Weil ich kann den ulten und der Yi bringt ihn dann um. Das Problem ist nur, es tut's halt nicht. Guter Flash, by the way. Ich meine, das ist ein easy gank. Den Malzer zu ganken ist der größte Dream, weil du einfach Point-Click-CC hast. Für 2,5 Sekunden. Das ist halt einfach dumm. Aber er hat 0 mal gegankt. Da kann ich halt auch nicht viel machen.
Aber was ist für ein hässliches Map-Icon, wenn die Frau auf Vayne drauf ist? Man sieht Vayne nicht. Ja, ist ein Bug teilweise. Das ist einfach manchmal ein Junge ist, obwohl er eigentlich Vayne sein sollte. Mal gucken, ob irgendjemand hierher kommt mal. Ja, Ash kommt hierher. Der ist tot. Sollte zumindest. Nein, natürlich, er überlebt das natürlich. Logisch. Die Ash ist echt nicht gut. Holy fuck. Ich find's schön, wie er das gerade mit 200 HP gerade 3 Ticks meiner E überlebt hat. Das macht natürlich Sinn, wenn der Spell über 400 Schaden macht. Klar, was denn sonst, ne? Gute Ulti. Wieso hat der jetzt? Der ist wirklich. Guter Fehler, Mann. Ich hab weder Ult noch viel Mana. Ja. Hat er die echt gut gemacht. Ich meine, ich verstehe echt nicht, wie man Malzahar nicht ganken will, aber. Null Ganks sind null Ganks, ne? Ja. Brauch ich. Das tut halt nichts. Das hat. Alter. Das hat nicht mal 10 Schaden gemacht. Das heißt, das hat nicht mal 100 Schaden in Summe gemacht. Minus Damage Reduction, das hat nicht mal 80 Schaden in Summe gemacht. Gott, Alter. Das tut halt nichts! Ja, das kann er halt nicht machen. Mhm. Kann er nicht. Ich bin Malzahar, du machst das nicht. Punkt. Warte mal, du hast ihn geultet? Oh. Ja, natürlich habe ich den geultet. Was erwartest du? Ich dachte, das wäre alles meins. Na toll. Und auch das kann er nicht machen. Genau. Dann passiert sowas. Vollidiot. Ich sollte mal meinen Trinket wechseln. Das ist Flow. Er ist kein Stein, dieser Hurensohn. Und unser Ash ist tot. Das ist ihre Schuld, dass sie da so gelaufen ist. Achtung, Zed kommt. Den. Ich empfehle hüpfen. Und du? Ich empfehle, dass du die Klappe hältst. Oh. Ah! Da war böses ein Busch. Ja. I can see.
Vor allem die Vayne ist so scheiße, dass jetzt Yuumi nur noch den Zed supportet. Ja. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Rip Ash. Brauchst du gar nicht so zu pingen? Ficke es sich. Die Ash darf halt nicht alleine rumrennen, aber das tut sie trotzdem. Wenn jetzt alle da runter rennen, seid ihr doof. Also Mountain Training oder Dings? Permanent oder kurzzeitig? Wir können den Dragon nicht testen, das kann man genauso gut anrufen. Weißt du, wenn wir unsere Mongos da halt auch mal mit uns spielen würden, anstatt einfach die ganze Zeit Solo-Play zu machen, dann wäre das hier vielleicht ein bisschen angenehmeres Game. Im Moment haben wir halt einen Yi und einen Udia, die einfach beide einfach nur zu zweit da rumrennen und irgendwas tun. Und uns einfach sterben lassen die ganze Zeit. Was nicht wirklich hilft, weil sie damit zwei Drittel ihres Teams wegwerfen. Ich denke, dann wir sollten deshalb zusammen mit denen laufen. So, wenn die halt dumm rumherlaufen, so, dann sollten wir halt mit denen zusammenlaufen. Wir zwingen sie einfach dazu. Oder sie zwingen sich einfach selbst in den Tod. That works as well. Aha. Ah. Wie auch immer da Ludens mal nicht getroffen hat. Man sind 6 Minions in der Nähe und Ludens springt auf mich. Vollidiot. Einfach nur Vollidiot. Gut, dass mein Champ aus Free Wave Clear besteht. Ja, nehmt mir doch alles weg. Aber verpisst euch doch einfach. Ich hab dir auch gar nichts weggenommen. Ja, aber die Ash. So gut gemacht. Wirklich. Echt, echt guter Fokus. Na, Ash ist an Fornwell gestorben, aber der Ding ist halt einfach an nichts, für nichts gestorben, weil er einfach seine QSS gewastet hat. Und da der selbst einzige ist, was bei denen wirklich gefährlich ist im Moment. Oh, der ist echt kacke. Er ist an einem useless Vayne gestorben. Alter. Nein, die sind respawned. This is boring. Sorry, du warst gerade retarded.
can't help you with that. Ich geh hier mal. Oh, Zed kommt. Oh lol. Okay. Wollte ich gar nicht, tut mir leid. Was? Pinkt er mich noch dafür, weil ich seinen Kill bekommen habe. Oh, was eine arme Sau. Ganz ehrlich. Lass ihn sterben. Ja, lass ihn sterben. Hat er verdient. Ja. Hat er wirklich verdient. Ich hab so nicht. Mir ist das egal. Ich meine, dadurch, dass gestorben ist, können wir wahrscheinlich Spiel nicht beenden, aber who cares? Das hat zum verdient. Oder die beiden mehr erst. Das ist aber auch ignoriert, was? Ja, ich bin auch einfach nicht nützlich gerade, also. Ich meine, was soll ich ihnen groß helfen, hä? Womit denn? Ich habe keine Ulti. Und da mir ja auch niemand mehr irgendwelchen Farm lässt. Das tut mir auch kein Geld. Dürfen wir ja theoretisch auch mit dir hinkriegen. Ist die eine Sache, die man champion kann, dummen Schaden. Aus dem Nichts zaubern gegen Objectives. Ich helfe hier weiter beim Schaden. Nein, nein, brauchst nicht. Alles gut. Doch, ich muss noch 100 Gold oder so abhalten. Und dann bin ich lieber etwas wie soll. Ah, ich bin fertig. Wie vor, die lassen sich gleich catchen. Die machen jetzt 3 gegen 5 und sterben einfach. Ich sag's nur schon mal. Im Voraus, dass mir hinterher keiner sagt, ich hätte es nie nicht gesagt. Ja, ich kaufe gerade Items, du Vollmongo. Fragwürdig. Und tot. Und weit verloren. Das ist einfach so, ja, leckt mich am Arsch, ich hau das jetzt. Ja, geh einfach weg. Okay, oder bring ihn einfach um. Das tut ihm auch nicht, das ist einfach ein dicker Move. GG. Sorry, aber was kann ich dafür, wenn der einfach YOLO engaged? Selber schuld, dass er da verreckt ist. Also ich hätte einfach nichts machen müssen, einfach nur um ihn aufzuregen. Okay, das nächste Game gewinnen wir bestimmt auch, oder? Sag einfach ja.
I don't believe you. Irene Eris unertrimmende Missia Mierda? Was? Okay. Ich habe 2 Honors gekriegt. Ha. Ja, ich auch. Dich hier. Was, du auch? Ja.